Alter, im Hintergrund. Wie geht's dir, Süße? Gut, und selbst? Oh gut, was machst du? Gar nichts, ich esse nebenbei Chips, Reis, Birnen. Zeig mal dein Tattoo. Wem beschreibt es? Das bedeutet Teufel. Du bist doch kein Teufel, du bist Engel. Danke. Leute, ich habe drei Wins. Süße. Barello. Red mit mir, diese Wins. Rede Okay. mit mir, lass mal einmal Gespräch führen ohne diese. Leute, wir haben 81 Punkte. Leute, da steht Win X1. Leute, es sind noch 3 Minuten 58 Sekunden. Das nervt im Hintergrund, wenn man irgendwas labert einfach. Lass einfach ein Gespräch miteinander führen. Wie geht's dir? Ja, hast du gerade eben gefragt für eine Minute? Wie geht's dir jetzt? Gut, immer noch gut. Nach einer Jetzt? Minute geht's mir immer noch gut. Schrei mich nicht an. Was machst du, Süß? Mit dir live, du? Auch mit dir so ein bisschen. Was hast du vor morgen? Morgen habe ich gedacht, vielleicht fahre ich nach Hannover. Ehrlich jetzt? Ich komme aus Hannover. Willst du Sehenswürdigkeiten sehen oder hast du keinen Bock auf? Sehenswürdigkeiten, richtig. Ja. Ja. Also willst du mich sehen? Vielleicht. Wann bist du in Hannover? Morgen 18 Uhr. Einfach so allein? Ja. Aus welchem Grund? Sehenswürdigkeiten, ne? Hannover entdecken. Schauen und gucken, was es da so alles gibt. Mich gibt es. Guck nicht Chat, guck mich an. Guck doch Chat nicht an. Ich guck dich an. Hast du deine Nase machen lassen? Ich hätte sie so gerne machen lassen. Bezahlst du mir meine Nase? Ja. Was ist an dir so gemacht? Mein Bart. Wie fühlt man sich, wenn man jetzt Bart hat? Gleich. Hast du was machen lassen? Was denn? Was denn? Was denn? Mein Kind. Warum brauchst du so lange, um zu antworten, dass du dein Kind gemacht hast? Schau doch nicht auf Z. Zeig dich mal von Seite. Ich schau nicht auf Chat. Komplett, komplett, komplett. Kann man, muss man nicht. Was kann man? Wie, was kann man? Was meinst du? Du siehst gut aus, also. Wie alt schätzt du mich? So, du bist schon 22. Echt? Denke ich. Wie alt bist du denn? Ich bin 29 plus. Sag bei Allah. Bei Allah. Was triffst du dann mit einem Hund wie Aaron, der 17 ist? Der ist doch nicht 17. Ja, 18 ist er geworden, aber. Alles hat sein Alter und so. Du kannst dich mit mir treffen, ja, aber. Warum? Hä? Barello, Ja. du weißt ganz genau, dass ich den Menschen sehr gerne mag. Wem? Den Aaron? Er ist ein guter, ja. Ich weiß, dass er ein guter ist. Deswegen chill ich mit denen auch ab und zu. Und wir drehen morgen sogar um 18 Uhr kommt ein Video online mit ihm. Aber ich habe ihn interviewt und so. Der Typ tut mir auch leid. Er hat angefangen zu weinen in Interview und so. Der ist maximal broke. Das Video ist emotional geworden. Wo kommt das Video? Auf YouTube poste ich morgen 18 Uhr. Wallah. Okay, stark. Ich schaue mir das definitiv an. Emine. Wollt ihr mal was von dir, sei ehrlich.
Guck mal, ich und Harun haben uns getroffen, weil wir Videos machen wollten. Die habe ich gepostet, die haben leider nichts gebracht. haben nichts gebracht, also wolltest du ein bisschen abschrauben. Von ihm kriegst du nichts, Alter, Wallah. Aber Harun ist trotzdem voll der Liebe. Ich mag ihn. Der ist voll respektvoll. Ja, warte, versuch dich zu klären, sei ehrlich. Nein. Sag, bei Allah hat nie versucht. Nein, hat er nicht. Ich hoffe, alles hat mir gesagt, ich habe früher versucht, sie zu klären, danach sind wir normal befreundet geworden. Er hat mir selber erzählt, selber. Warum lügst du mich an? Glaub doch nicht immer alles, was man dir erzählt. Warum sollte ich dir glauben? Du erzählst mir auch was gerade. Willst du was von mir? Wer? Ich? Ja. Ja. Ich habe voll Interesse an dir. Bin ich nicht alt für dich? Was hältst du von Frauen, die älter sind? Wie alt bist du Ich bin eigentlich? ehrlich, ich stehe auf Frauen, die älter als ich sind. Warum stehst du auf ältere Frauen? So, weil sie reifer sind, oder? Nein, nicht weil die reifer sind. Einfach so, ja. Ältere Frauen haben mehr im Kopf, finde ich, ja. Ja, da hängt was dran. Wie alt bist du denn? Immer noch 23. Es hat sich nichts Du geändert. bist 23. Okay. Was bringst du so an Erfahrung mit 23? Lass die Taten sprechen. Warum? Was für Erfahrungen machst du denn? Erzähl mir, was für Erfahrungen bringst du mit? Guck nicht auf Chat, guck mich an. Ich guck auch nur dich an. Okay, also ich habe viele Erfahrungen im Leben. Erzähl mir deine Lebenserfahrungen. Was war deine schönste Lebenserfahrung mit einer Frau? Ich rede nicht darüber gerne. Sag ihr Namen nicht, aber sag mir, erzähl mir die schönste Lebenserfahrung. Genieße, ich rede nicht. Ich mag das nicht. Wenn wir uns treffen, ich werde nicht sagen, ich mochte das und das. Wir genießen, wir chillen. Ich rede nicht darüber offen. Ich mag das nicht. Okay. Emine, Ja. was meintest du, aber es hat nichts gebracht mit Harun? Also. Wir haben uns getroffen für Videos machen. Was ist denn? Man macht das doch, Janne, so als TikToker. Ja, aber sind nicht viral gegangen oder wie jetzt? Ja, nee, sind nicht viral gegangen. Ja, Harun ist ein Hund, Alter. Wer geht viral mit ihm? Ja, aber wie hat er dir gesagt, komm, lass treffen? Hast du ihn gesagt oder er dir? Er war spontan halt in Hamburg und dann hat man sich getroffen. Da waren wir doch live, da waren wir McDonald's essen. Da warst du doch auch dabei. Ich weiß doch, ich kann mich erinnern. Oh, du bist ein Hübscher. Aber ich bin dir ehrlich, Ja. ich habe viele Leute kennengelernt, ne? Arun ist einer der besten, den ich kennengelernt habe. Das muss ich dazu sagen. Er hat wirklich sehr viel erlebt und der ist wirklich ein guter Junge Ich geworden. bin dir ehrlich, es hat mir eine Geschichte leid getan. Er hat sogar im Interview erzählt und so, dass er vergedings wurde. Glaubst du ihm das? Natürlich glaube ich ihm das. Wie er läuft. Wie läuft der denn? Zeig mal. Er springt dabei. Welches Rennen er meint. Weißt Ja, aber auch ist das keine Krankheit? wie, ne? Nein, Kannst du uns das bitte nachmachen, zeigen? nicht. Nein, gar nicht. Ich war so alt, ne? Bitte, ich stehe auch auf. Steh mal auf. Steh, komm, zeig mir, wie Harun im Interview. Du bist morgen in Hannover, ne? Ja, um 18 Uhr. Zeige ich dir nicht. Willst du mit mir treffen oder nicht? Wir gucken. Ey, Emine. Wenn ich dich privat so was schicken würde und so, würdest du mich exposen? Habe ich schon mal jemanden exposed? Also hat Harun dir schon geschickt. Nee, hast du nicht bis jetzt. Du hast wahrscheinlich geschickt. Emine, wenn ich dir schicke, Wallah, ja, vertrau mir, du bekommst Kulturschock. Emine. Wallah, ich mag dich. Wallah, ich mag dich sehr. Ich mag dich sehr, 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 Wallah. Warum? Wallah,
Wallah, du bist korrekt, Wallah. Aber wo in Hannover bist du genau? In der Stadt? In der Stadt, ja. Alleine? Ja. Bei Allah? Hannover ist doch noch eine Stunde, ist nicht so weit. Ja, aber alleine? Ja. Du Ja, bist, ich bin da nicht alleine, du bist doch da. nein, ich meine, ob du alleine kommst und so. Ja, okay, tamam, also lass uns treffen. Ich bin dabei. Kannst du mich am Bahnhof so abholen, wie Harun im Video rennt? Ja. Okay. Kann dich abholen. Oder wolltest du wieder mit Harun treffen? Ja. Sei doch ehrlich, wenn du. Leute, supportet ein bisschen Emine, ja? Ich brauche keinen Support. Schickt ihr was. Schickt ihr was. Die ist eine hübsche. Dankeschön. Hast du Lippen machen lassen und Zähne? Zähne gesund aus gesundheitlichen Gründen. Ja, ich bin da richtig, ich bin ehrlich. Aber Lippen habe ich. Ich wiege so 113. 113? Ja. Okay. Welche Schuhgröße? 45, wenn ich Nägel nicht schneide, 46. Bei dir? Ich habe 36. Okay, ist gut. Wie groß? 1,60. Mine. Wallah, willst du mit mir treffen oder nicht? Wir sehen uns morgen 18 Uhr. Wallah, ernst jetzt? Ja. Emine, ich mach diese Filme nicht. Entweder ja oder nein. Ich rufe dich an. Tamam. Also 18 Uhr, ne? Morgen ist Dienstag. Ja, tamam. Save die lügt. Warum sollte sie lügen? Was hat sie davon?